Hallo Leute, heute in Mathematik in 5 Minuten invertieren einer 3×3-Matrix. So, wie läuft sowas denn ab? Also, gegeben sei eine Matrix B. Diese B-Matrix ist 1, 2, 3, 2, 1, 1, 1, 0, 3. Und diese Matrix wollen wir jetzt invertieren. Sprich, wir wollen die b hoch minus 1 haben. Und die b hoch minus 1, also die Invertierung von dieser Matrix, ist ähnlich wie bei der Invertierung einer 2×2-Matrix 1 durch die Determinante von b mal einer Matrix, welche transponiert werden muss. So, und jetzt ist natürlich die große Frage, ja, wie sieht diese Matrix hier, auch Adjunkte genannt, aus? Wie erstelle ich diese? Und da brauchen wir, ja, man nennt es Unterdeterminanten oder sonstiges, ich weiß nicht, wie man es sonst nennen soll. Also, um dieses Elementchen hier zu erhalten, hier oben im Eck, brauche ich von diesem, kann ich mir so einen Stift hinlegen, und brauche von diesem hier die Determinante. 1 mal 3 minus 0 mal 1 ist 3. So, dann von diesem Elementchen hier drüben lege ich also dieses Elementchen, also von, so dass ich dieses Elementchen abdecke. Dann habe ich hier die kleine 2×2-Matrix. Von hier die Determinante 2 mal 0 minus 1 mal 1 ist dann die minus 1. So. Dann nehmen wir dieses Elementchen hier abdecken. Ergibt 2 mal 1 minus 1 mal 3 ist somit minus 1. Und das Ganze für dieses Elementchen, hier dieses zum Abdecken, 2 mal 1 minus 2 mal 2 ist 1 minus 4, ist somit die minus 3. Ja, jetzt seht ihr schon, so geht es bei den Ecken. Dann nehmen wir das Elementchen in der Mitte. Das sieht wie folgt aus. Da muss man richtig ein Kreuz machen. Und wir haben 1 mal 3 minus 1 mal 3. Und das ergibt die 0, sprich die 0. So, jetzt hier dieses Elementchen. Ja, wie decke ich das zu? So, dann haben wir 2 mal 3 minus 0 mal 3 ergibt die Nummer 6. Dann dieses Elementchen hier so zugedeckt. 2 mal 3 minus 1 mal 1 ergibt die 5. So, dann hier drüben, da haben wir 1 mal 0 minus 1 mal 2 ergibt die minus 2. Und zu guter Letzt, dieses Elementchen ergibt sich aus 1 mal 1 minus 2 mal 3. Und das ist 1 minus 6 ergibt die minus 5. Hier wir haben. Das haben wir somit geschafft. So, jetzt als kleiner Zwischenschritt die Determinante von B. Die Det von B. Ja, wie geht das denn? Also, hier brauchen wir die Hauptdiagonalen. Das ist einmal die 1 mal 1 mal 3 ist die 3. Plus 2 mal 1 mal 1 ist die 2. Plus 3 mal 2 mal 0 ist die 0 minus die Nebendiagonale mal gerne multipliziert einmal 1 mal 3 ist die 3, 0 mal 1 mal 1 ist die 0 plus 3 mal 2 mal 3 ergibt die 12. Wer das nicht mehr weiß, wie eine Determinante einer 3×3-Matrix ausrechnet, gibt ein Video dazu. So, jetzt hier haben wir die 5. Minus die 15 soll das sein, ergibt die minus 10. Das ist also unsere Determinante. So, könnt ihr hier schon eintragen, können wir gleich machen hier im nächsten Schritt, ist 1 durch 1, also 1 durch minus 10. Mal, jetzt brauche ich von dieser Matrix die Transponierte. Die Transponierte bedeutet, aus dieser Zeile wird diese Spalte, sprich aus den 3, 5, 1. 3, 5,
1 wird eine Spalte, aus den 6 0 minus 2 wird die zweite Spalte und aus minus 1 minus 5 minus 3 wird minus 1 minus 5 minus 3. Dann haben wir das. So, kleiner Check, die Hauptdiagonale ist vor und nach dem Transponieren gleich geblieben. Hervorragend. Jetzt geht's weiter. Die minus 1 durch minus 10 hinein multiplizieren. Und wir erhalten dann minus 0,3, minus 0,6, plus 0,1, so, dann minus 0,5, die 0, plus 0,5, plus 0,1, plus 0,2 und plus 0,3. So, und jetzt zu guter Letzt wird es noch ein bisschen spektakulärer. Wir brauchen jetzt ein Schachbrettmuster, das wir über diese Matrix drüberlegen müssen. Dieses Schachbrettmuster sieht wie folgt aus. Plus, minus, plus, minus, plus, minus, plus, minus, plus. So, dieses Schachbrettmuster legen wir jetzt per Drop and Play hier über diese Matrix drüber. Und wir erhalten also plus mit minus 0,3 bleibt bei der minus 0,3, minus mal minus 0,6 bleibt wird zu plus 0,6. Hier erhalten wir unsere plus 0,1, dann minus auf diese minus 0,5 ergibt die plus 0,5. So, auf die 0 kann man drauflegen, was man will, das bleibt immer die 0. Plus 0,5 wird zu minus 0,5 und plus wird bleibt bei plus 0,1. Minus wird zu minus 0,2 und dieses Plus wird zu plus 0,3. And here we are. Das hier ist unsere fertige Matrix. Ich hoffe, euch hat es gefallen, wie man eine 3x3 Matrix invertieren kann. Mir hat es zumindest gefallen. Wünsche euch noch einen schönen Tag. Eure Mathematik in 5 Minuten.